Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Prince of Persia. Die vergessene Zeit. Nein, nicht die vergessene Zeit, das ist ein anderes Prince of Persia. Zu Prince of Persia, der Sand der Zeit. So rum. So, wir haben in der letzten Folge dieses Teil hier geholt. Und dann können wir jetzt gleich mal zwei Sachen machen. Das habe ich nämlich jetzt gerade gesehen. Da oben gab es ja noch so ein Sandteil. Das wollen wir doch gleich mal holen. Oh. Können wir eigentlich auch hier hochklettern? Vielleicht müssen wir das sogar machen. Bin mir nicht sicher, kommen wir so an das Seil ran? Nein, kommen wir nicht. Aber ich glaube, um dahin zu kommen, wo wir hin wollen, oder? Wo müssen wir jetzt genau hin? Wir müssen, glaube ich, dahin, um da hochzukommen. Ja, genau. Doch, ich glaube, das ist der richtige Weg. Hoppala, ich habe gerade gesehen, habe vergessen, die Zeit zu stoppen. So. Ich glaube, wir müssen so lang, um dahin zu kommen. Beziehungsweise, Moment mal, müssen wir vielleicht hier? Kommen wir vielleicht hier an das Seil ran? Ja, genau. So, und da vorne ist dann dieser Eimer. Das nächste Seil, meine ich. So, und jetzt machen wir dasselbe wieder. Auf den hier. Und dann kommen wir doch zu diesem Ausgang, oder? Frage ist, müssen wir jetzt nach oben klettern oder müssen wir durch diese Tür durch? Jetzt frage ich mich, ob ich nicht was vergessen hätte. Naja, kann sein, dass ich da jetzt was vergessen habe. Ah, die zwei schon wieder. Solche Idioten wieder. Mist. Oh nee. Das ist unfair. Wisst ihr was? Ich gehe nochmal zurück. Vor die Geschichte zu Ende. Ich gehe nochmal zurück zum, Dings. Ich würde nämlich jetzt einfach brennend interessieren. Aber sowas von brennend interessieren. Ob wir da noch irgendwas vergessen haben, wenn wir da reingegangen wären, ob da noch irgendwas gewesen ist. Ich muss es jetzt wissen. Sorry, tut mir leid.
Wir wissen, dass wir nach oben klettern müssen und damit es weitergeht. Aber was passiert, wenn wir da reingehen? Ist da irgendwie noch irgendwas drin? Nun gut, machen wir das Ganze halt nochmal von vorne. Ich meine, so lange hat es ja jetzt nicht gedauert, glaube ich. Da ich nicht die Zeit gestoppt habe, war das natürlich ein bisschen problematisch. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich da schon aufgenommen habe. Halt, was mache ich denn da? So. Ach nö. War das nicht lang genug? Muss ich vielleicht weiter noch nach unten gehen, um weiter Schwung zu kriegen? So, jetzt? Vielleicht. Ich glaube, ich habe einfach nicht genug Schwung gehabt. So, und wenn wir jetzt hier reingehen, was haben wir da? Irgendetwas, was uns interessiert? Oder waren wir da nicht schon? Nee. Aber wir kriegen nochmal so ein Teil. Ich meine, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Und da oben ist da irgendwie was. Ich habe keine Ahnung, ob da jetzt auch noch irgendwas ist. Probieren wir es einfach mal aus. So. Da ist auf jeden Fall... Irgendwas ist auf jeden Fall da. Ob wir da nochmal... Ah, genau. Das habe ich mir schon fast gedacht gehabt, dass sowas hier sein könnte. Das hat sich doch echt gelohnt dann, nochmal das Ganze zu machen. Ja, das hat sich wirklich gelohnt, dass wir da nochmal... dass wir nochmal noch nicht hochgeklettert sind, dass ich gesagt habe, ich lade nochmal neu. So. Hallo? Umdrehen bitte. Okay, das war vielleicht ein bisschen blöd. Lassen wir uns einfach so hinab. Es macht wahrscheinlich mehr Sinn. So. Jetzt können wir aber nach oben klettern und diesen Kampf machen. Thank you.
Und weg. Das ist sehr gut. Kommen noch welche? Ja, natürlich kommen noch welche. Ach. Okay, ich habe noch gekriegt. Es hat noch gelangt. So, jetzt müssen wir nur noch den hier irgendwie... Okay. Das war einfach den Hammer. Und ich glaube, das war's auch. Sehr schön. Und da haben wir jetzt was zum Speichern. Haben wir auch irgendwo was zum... Nee, das ist nichts zum... Da können wir nicht raustrinken. Schade. Aber wir können da noch ein bisschen Sand holen. Aber zum Trinken selber haben wir leider nichts. Naja, egal. Wird trotzdem gespeichert. Okay, wir sehen nur sie. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Wir haben jetzt nur sie gesehen. Okay. So. Nirgends was zu trinken. Ich hoffe, da kommen wir demnächst wieder hin, wo wir was haben. Wie hier zum Beispiel. Sehr schön. Weiter geht's. Oh, wow, wow. Aha, da müssen wir rüber. Okay. Ah. Wir müssen direkt danach wieder zurückspringen. Das ist das Problem hier. Und durch. Sehr schön. Ja, das war ein Problem. Oh, da leuchtet schon wieder was. Es könnte sein, dass es hier Gegner wieder gibt. Ah, nee, doch nicht.
Hallo? Einmal ziehen, bitte. Da hoch, darüber und... Ach, Jemene. Geht's noch? Ah, das war klar. Das war sowas von klar. Da müssen wir warten bis, bis das hier ist wahrscheinlich. Pfarrer? Seid ihr da? Hallo! Seid ihr das? Hier bin ich! Okay, das hat ja doch erstaunlich gut geklappt. Geklappt. Verdammt, verdammt, verdammt. Aber jetzt sieht's doch viel besser aus. Und weg. Oh, das wollte ich eigentlich jetzt nicht machen. Egal. Hat ja trotzdem ganz gut geklappt. Gegner? Weitere Gegner, ja. Jetzt schnell den hier weg. Der ist wichtiger als sie. Weil sie kriegen wir doch relativ gut weg. Die anderen, wo man nicht drüber hüpfen kann, das sind schon etwas schwieriger. Aber gerade die hier, die sind mit dem Drüberhüpfen ganz gut. Immer noch Gegner? Nee, keine Gegner mehr. Gut. Gut, dann als erstes. Pfarrer! Erstes trinken. Pfarrer? Okay, dann jetzt erstmal zum Speichern. Ja, okay. Und speichern bitte. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. So, 2 Minuten hätten wir noch. Na, machen wir noch ein ganz kleines bisschen weiter, hätte ich gesagt. Wir müssen hier durch.
Das dachte ich mir aber auch schon. Farah? Ich bin hier. Wo seid ihr? Bleibt down. Ich komme zu euch. Seid ihr da? Ich bin hier drin. Ja, und das sind Gegner. Ist das das hier, wo wir... Nee. Hä? Ja, halt. Können wir wahrscheinlich einfach so rüberklettern, oder? Nein? Dann muss es wahrscheinlich damit zu tun. Hoppla. Hä? Den kann ich tatsächlich nicht verschieben. Nee. Ah. Gerade eben haben wir es doch noch gesehen gehabt, dass es hier so weitergeht. So. Hinter einem weiteren Vorhang geht es weiter. Oh. Und ich nehme mal gerne noch mit. Da fehlt auch nicht mehr viel, bis wir die nächste Kugel haben. Da ist er. Da ist er. Okay, wo ging es denn jetzt weiter? Hinter welchen Vorhang? Hinter dem hier? Beziehungsweise war da vorne nicht noch was? Ganz kurz nochmal nachschauen. Nee, da ist nichts mehr. Okay. So, eine neue Sandkugel. Das ist doch schon mal ziemlich gut. Und jetzt geht's hier weiter. Und da müssen wir Farah helfen und ein Kampf wartet wieder auf uns. Aber ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.